Hallo und herzlich willkommen beim Videotutorial zur Mitarbeit in der Wikipedia. In dieser Folge geht es um die Strukturierung von Artikeln durch Gliederungselemente und Listen. Gerade bei längeren Artikeln ist es wichtig, auf eine gute Lesbarkeit des Textes zu achten. Eine gute Gliederung teilt den Text in sinnvolle Abschnitte. Dadurch hilft sie dem Leser, gesuchte Informationen schneller im Text zu finden oder bei vollständiger Lektüre sich längere Texte besser zu erschließen. Dies geschieht durch die automatische Anzeige eines nummerierten Inhaltsverzeichnisses, sobald der Text Gliederungselemente enthält. Solche Gliederungselemente werden als Überschriften in den Text eingefügt. Das funktioniert so. Klicke einfach auf Erweitert, um eine zweite Werkzeugleiste einzublenden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Überschrift und der Auswahl einer Ebene werden die entsprechenden Formatierungszeichen in deinen Text eingefügt. Zum Üben benutze ich eine Aufzählung der Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Wie du siehst, werden für eine Überschrift der Ebene 2 einfach zwei Gleichheitszeichen vor und hinter der eigentlichen Überschrift eingesetzt. Für eine Unterebene musst du jeweils einfach noch ein Gleichheitszeichen am Anfang und am Ende hinzufügen. Ich füge einfach mal die Unterebenen Innere Planeten, Äußere Planeten und Kuipergürtel ein. Sobald ein Artikel drei oder mehr Überschriften enthält, wird automatisch ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, das ein schnelles Überblicken und Navigieren im Artikel erlaubt. Die Planeten sollten aber natürlich nicht in einer Zeile stehen, sondern der Übersichtlichkeit halber als Liste dargestellt werden. Wie immer in Wikipedia werden auch Listen mit speziellen Zeichenfolgen formatiert. Du musst diese aber nicht auswendig kennen, sondern kannst auch hier die Schaltflächen oberhalb des Eingabefeldes nutzen. Auch geschachtelte Listen lassen sich ganz einfach darstellen. Du musst einfach nur ein zweites Sternchen zu einem Listenpunkt hinzufügen. Und schon wird es eine Stufe tiefer geschachtelt. Mit nummerierten Aufzählungen funktioniert es übrigens ganz ähnlich. Markiere deine Liste und klicke auf die Schaltfläche Nummerierte Liste. Anstelle des Sternchens wird jetzt ein Doppelkreuz bzw. eine Raute vor jedem Listeneintrag angezeigt. Das Ergebnis kontrollieren wir wieder mit der Vorschau. Die Schachtelung funktioniert auch ganz analog. Anstelle eines Doppelkreuzes schreibt man jetzt zwei Doppelkreuze. Fassen wir noch einmal zusammen. Überschriften werden durch Gleichheitszeichen dargestellt. Man muss sie aber nicht nur an den Anfang, sondern auch an das Ende der Überschrift setzen. Listen werden in Wikipedia je nach Typ auch mit speziellen Zeichenfolgen dargestellt. Normale Aufzählungen entstehen durch ein Sternchen am Anfang der Zeile. Und nummerierte Aufzählungen werden durch Doppelkreuze erzeugt. Tiefere Schachtelungen werden jeweils durch mehrere Zeichen dargestellt. Weitere Informationen zur Formatierung von Artikeln findest du unter dem angegebenen Link auf Wikipedia. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.